Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von der Xbox One X, wie ihr richtig eure Festplatte formatiert, die SSD richtig formatiert oder wie ihr im besten Fall sogar euren Originalinhalt von der alten Festplatte, wenn ihr die noch habt, wenn die noch funktioniert, auf eine neue kriegt. Und ihr könnt sogar, wenn ihr eine größere Festplatte habt, eine kleinere verbaut, das Ganze auch machen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen durch. Jetzt muss ich mich ja entschuldigen an all diejenigen, die die ersten zwei Teile gesehen haben, die mich schon länger verfolgen und sich denken, wo bleibt der dritte Teil? Hab's auch schon in den Kommentaren gesehen und hatte auch immer wieder vor, noch diesen dritten Teil zu machen. Ich habe es nicht vergessen und ich vergesse auch viele andere Videos nicht oder Dinge, die ich vorhabe oder sage, weil ich bin ein Mann, ein Wort. Wenn ich was sage, dann kommt es. Es ist bloß eine Frage der Zeit, weil manchmal spielt das Leben halt einen Streich. Ja? So ist es halt nun mal. Mir selber geht es gesundheitlich jetzt gerade auch nicht ganz so gut, auch wenn man es mir nicht ansieht. Aber ich, heute ist Freitagabend, habe am Montag eine Herzkatheteruntersuchung, hatte vor 6 Jahren mal einen Herzinfarkt. Alles nicht so lustig, soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber wie ihr alle wisst, das Leben, ja, Kinder, Job, was auch immer, ich mache das leider nicht in Vollzeit das Ganze, sondern nebenher. Soll aber jetzt keine Entschuldigung sein, aber vielleicht ein bisschen Nachsicht, wenn mal irgendwie was länger dauert oder wenn mal irgendwie ein Video gelöscht worden ist, ihr habt es ja mitbekommen, dann dauert das Ganze ein bisschen länger und ich bin nicht derjenige, der dann aufgibt und den Kopf in den Sand steckt, sondern immer weitermacht. Dafür bin ich schon weit genug gekommen, freue mich, dass wir als Community wachsen, freue mich, dass der Kanal wächst und möchte natürlich auch abliefern und weiß ja, wie wichtig so eine Videos sind, wenn man danach sucht und wenn man einfach weiterkommen will oder irgendwie To-Do haben will, also wie kann ich es machen, damit das Ganze klappt. Und darum habe ich mir das Ganze jetzt nochmal angeschaut, habe jetzt auch nochmal eine Xbox One X vor mir. Das muss natürlich auch immer passen, die damals musste dann irgendwann weg. Daher habe ich es nicht mehr geschafft, aber jetzt will ich gar nicht lange um den heißen Brei reden. Hatte letztens erst einen Kommentar gesehen, wo sich jemand gefreut hatte, der irgendwie so sinnbildlich schrieb, keine Lebensgeschichte, einfach auf den Punkt gekommen und super toll, bin ich auch für, aber so ein bisschen Smalltalk können wir doch mal machen. Ne? Spricht, glaube ich, nichts dagegen und ich identifiziere mich manchmal auch so ein bisschen mit demjenigen, der da vor der Kamera sitzt und die Videos macht und freue mich, wenn man da ein bisschen mehr hört. So, ich habe jetzt hier eine Xbox One X, muss die auch noch Wärmeleitpaste erneuern, muss die auch nochmal reinigen. Mir war jetzt aber erstmal wichtig, dass wir jetzt den dritten Teil machen, das zum Ende bringen und wir uns das Ganze auch angucken. Empfehlen tue ich euch immer, dass ihr irgendwie eine Diskstation habt, damit ihr nicht einen PC aufmachen müsst, dort irgendwie die Festplatten ranklemmen müsst. Ich verlinke das Ganze auch wie immer alles in die Videobeschreibung, wer sich das angucken will und irgendwie noch Zubehör braucht oder für sein Vorhaben gucken will, wie er am besten vorgeht. Ich habe jetzt einmal die alte, funktionierende Festplatte natürlich noch von der Xbox One X. Habe jetzt hier eine 512 GB SSD. Ich dachte, ich habe noch eine 1 TB rumliegen, habe mich aber leider geirrt, die ist aber schon auf dem Weg. Wir machen das Ganze jetzt aber erstmal mit einer kleineren Festplatte. Bei dem oder bei der Distillation ist der Vorteil, dass ihr wirklich zwei reinmachen könnt, sodass ihr quasi ein Kopieren auch möglich ist, also wie ein Klon quasi. Und mit dem Tool, was wir uns gleich nochmal angucken, wir gehen es wirklich in Ruhe durch. Das Video wird ein bisschen länger, aber dafür will ich es auch so verständlich und so gut wie möglich euch zeigen. Und das, was ich alles schon durch habe, dann in kürzester Form, damit ihr nicht so lange braucht oder vielleicht nicht diese Stolpersteine habt, wie ich sie habe, wenn ich das alles durchgehe. Und ja, so eine Videos brauchen halt nun mal, der Rechner lief halt fast den ganzen Tag für quasi das Vorhaben, das Ganze zu kopieren. Ich wollte euch das Ganze irgendwie auch nochmal zeigen, werde auch nochmal einen vierten Teil machen. Ich bin auch nicht vorsichtig, der wird auch kommen, weil die 1 TB jetzt noch unterwegs ist und wir das mit der 512 GB SSD erstmal machen. Was habe ich gemacht? Ich habe die beiden kopiert. Jetzt werden wir aber auch auf jeden Fall nochmal durchgehen, was wir machen, wenn wir keinen Inhalt drauf kopieren, sondern einfach nur die Festplatte vorbereiten. Da ich immer genug rumliegen habe, nicht SSDs, aber HDDs auf jeden Fall, können wir das Ganze machen. Wir gucken uns jetzt das Tool an. Wenn ihr Fragen habt, packt es gerne in die Videobeschreibung. Der ein oder andere kann meistens auch helfen, wenn ich nicht so schnell bin. Oder wenn da jemand irgendwie einen Tipp hat, immer her damit. Helft euch gegenseitig, helft uns, mir, euch, wie auch immer. Ich freue mich, wenn wir als Community füreinander da sind und das nicht einfach nur ein Kanal ist, sondern auch Leute, die sich hier treffen, quasi auf meinem Kanal und sich helfen. Und auch gerne ihr Wissen teilen, weil darum geht es mir ja zum größten Teil, wirklich Leuten zu helfen. Und das Wissen zu teilen und damit das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Und wer kennt es nicht, man macht gerade irgendwas, man kommt nicht weiter. Was macht man? Man guckt sich ein YouTube-Video an. Wir springen jetzt mal gleich auf meinen Monitor, da gucken wir uns an, was wir für Tools brauchen. Und dann werde ich auch sowohl die vorbereitete
SSD mal reinpacken. Hier habe ich wirklich, wie gesagt, alles 1:1 kopiert von der 1 TB auf die 512 GB. Werde auch hier weiter nichts machen, außer diesem Kopiervorgang, der schon abgeschlossen ist. Der ging wirklich ewig. Leider hat sich dann das Fenster geschlossen, sodass ich euch das jetzt nicht mehr reproduzieren kann und euch zeigen kann. Aber mir ist auf jeden Fall wichtig, dass wir alles mal durchgehen, sowohl kopieren komplett, als auch wenn wir es neu machen. Lange Rede, wir werden jetzt endlich mal anfangen, bevor es wieder Gemecker gibt in den Kommentaren und sich irgendjemand aufregt, dass man nicht zum Punkt kommt. Da will ich ja natürlich auf den Punkt kommen und euch auch helfen. Wer es noch nicht getan hat, abonniert gerne meinen Kanal kostenlos, aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Gerade was den vierten Teil angeht, der auf jeden Fall nicht so lange auf sich warten lassen wird, sofern ich wieder dazu komme. Und wenn es nach mir geht, ich würde es gerne den ganzen Tag machen. So, ab geht's. Wir sind jetzt auf meinem Desktop und gehen mal alles in Ruhe durch. Wir gucken uns als erstes mal die Festplatte an, beziehungsweise die Festplatten. Die SSD, die ich jetzt schon mal vorbereitet habe, ihr seht, sie habt hier lauter Partitionen mit der dementsprechenden Bezeichnung. Das macht das Skript. Das Skript hilft euch quasi, die SSD, Festplatte, was auch immer ihr habt in dem Fall oder was ihr dort wechselt oder neu einbaut oder tauscht, die dementsprechenden Partitionen zu erstellen und quasi dafür zu sorgen, dass die Festplatte dann auch funktioniert. Weil es hilft ja nichts, einfach die Festplatte reinzumachen, vielleicht blank zu machen, zu formatieren und zu starten. Das wird nicht funktionieren. Darum macht ihr das Ganze ja. Darum schaut ihr euch das Ganze gerade an und darum gehen wir das mit dem Skript mal durch. Was ihr jetzt hier unten seht, ist die 512 GB Festplatte, die ich jetzt für das Video nehme. Und ganz wichtig, achtet bitte darauf, dass ihr denn im Skript die richtige Festplatte auswählt. Ich will nicht daran schuld sein, wenn ihr jetzt irgendeine Festplatte aus eurem System dann quasi löscht im Skript. Gerade wenn ihr Festplatten habt, die identisch heißen vom Namen her, vom Hersteller her und vielleicht auch dieselbe Größe haben. Für mich ist das Ganze ein bisschen einfacher, aber auch ich würde gucken, weil ich hier lauter Terabyte Festplatten habe und die einzigsten 512 GB Platten sind denn die, die ich auch via USB quasi mit der Diskstation verbunden habe. Aber auch da müsste ich quasi gucken. Ich werde jetzt hier die auf jeden Fall rausnehmen, wo ich das Ganze schon vorbereitet habe und quasi geklont, kopiert habe, weil das möchte ich ja auch mal ausprobieren, mit euch durchgehen, damit ihr wisst, ob das Ganze funktioniert. Was ihr auch machen müsst, wenn ihr bei Zeit und Sprache, Sprache und Region in euren Windows-Einstellungen reingeht, müsst ihr Englisch Vereinigte Staaten als Sprache installiert haben. Ihr müsst es nicht aktiv aktiviert haben, dass das Ganze in Englisch angezeigt wird, keine Angst, sondern ihr müsst es einfach installiert haben. Hatten wir schon im zweiten Teil, dass es halt unabdingbar ist und vonnöten ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Nachhinein wieder löschen, deinstallieren, hier entfernen. Nur halt für das Skript, für die ganze Sache braucht ihr das Ganze. Was ich auch gelesen habe bei manchen, die irgendwie Probleme hatten in irgendwelchen Foren und so, dass es geholfen hat, wenn ihr Probleme habt, den Virenschutz von Windows quasi für den Moment zu deaktivieren. Ihr solltet einen haben, ihr solltet noch aktiv lassen, aber halt für das Skript, wenn ihr Probleme habt, deaktiviert das Ganze einfach. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal diese Update-Datei. Ich packe alles in die Videobeschreibung. Solltet ihr jetzt irgendwas nicht finden, kommt auf meinen Discord, dann packe ich es da auf jeden Fall immer mit rein. Und da tummeln sich dann hoffentlich auch immer mehr Leute, damit ihr euch auch gegenseitig helfen könnt, wenn ich mal keine Zeit habe. Oder jemand vielleicht einen Tipp für euch hat, der das Ganze durchgespielt hat oder dem irgendwas fehlt oder whatever. Was auch immer. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt den Ordner Xbox One HD. Die Master. Hier ist dann quasi unser Skript drin. Das gibt es für Windows, das gibt es für Linux. Wir brauchen es für Windows und starten dann auf jeden Fall Create Xbox Drive. Wie der Name schon sagt, wir wollen als Administrator ausführen auf jeden Fall. Wir wollen eine Festplatte vorbereiten für unsere Xbox One. Ich habe das Ganze jetzt mal groß gemacht und da sagt er auch schon, drück irgendeine Taste, um quasi vorzuführen. Und hier müsst ihr auf jeden Fall gucken, was wollt ihr machen? Ihr habt natürlich viele Möglichkeiten, die euch helfen können, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder wenn ihr quasi bei A zum Beispiel Replace, Upgrade, also tauschen oder upgraden, sprich größere Festplatte oder überhaupt eine andere Festplatte einzubauen. Einmal, wenn ihr das Original Drive da habt, es vorhanden ist, es noch funktioniert oder halt keins. Ich mache jetzt A in diesem Fall, without, also ohne. Hier kommt jetzt die Übersicht und ist das, was ich meinte, guckt bitte genau hin.
Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt in meinem Fall die 3. Das deckt sich auch eigentlich von den Zahlen her hier links, Disk, ne, 0123, mit der Übersicht, die wir in der Festplattenverwaltung hatten, in der Datenträgerverwaltung von Windows. Ich mache jetzt 3, enter das Ganze ab. Und auch hier sagt er nochmal, bist du dir wirklich sicher? Willst du alle löschen? Ich bin mir sicher, ich mache jetzt ja und muss dann noch ein Partitionslayout auswählen. Jetzt ist es davon abhängig, was ihr gerade habt. Ich habe jetzt hier 500 Gigabyte in dem Fall, gibt noch 1 Terabyte, 2 Terabyte, je nachdem, was ihr habt. Ich drücke jetzt in dem Fall A, weil ich ja 500 Gigabyte habe, enter das Ganze ab und schon läuft das Ganze los. Und dann seht ihr auch, dass dementsprechend die Partitionen erstellt werden, was wir uns ja vorher angeguckt haben. Ihr seht hier Temp Content, User Content, System Support, System Update und so weiter und so fort. Dann ist er auch gleich fertig und dann sollte das Ganze so aussehen. Und zwar, dass er die ganzen Partitionen jetzt quasi öffnet. Hier euch entgegenfliegen die ganzen Fenster, die könnt ihr wegxen und schon seid ihr quasi fertig. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, das sind meine Systemfestplatten und das sind die erfolgreich erstellten Partitionen quasi, die das Skript für euch geschrieben hat und fertig gemacht hat. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, jetzt geht es noch weiter. Ich habe mir jetzt mal die Partition System Update quasi hier aufgemacht in dem Fenster und habe hier quasi aus der Offline System Update Datei mir das Fenster aufgemacht. In der Partition System Update erstellen wir jetzt 2 Ordner und zwar einmal den Ordner A und den Ordner B. Zack. Hier kopieren wir jetzt Dateien rein. Ich habe mir das Ganze jetzt mal hier links aufgemacht, damit ich euch das Ganze auch Step by Step zeigen kann. Und zwar kommen jetzt folgende Dateien hier rein: Host, kopieren, zack, bei A rein. Denn die Settings Template. Zack, die kommt auch hier rein. Denn die System kommt auch hier rein bei A. System AUX kommt dann auch da rein. Die können wir auch schon mal kopieren. Warte mal, System AUX, da ist er. Die kopieren wir und fügen die auch hier ein. Denn die System MISC und Tools kommt auch da rein. Jetzt mal gucken. Die beiden können wir uns beide kopieren. Fügen wir auch hier ein. Jetzt lassen wir ihn mal machen. Ist ein bisschen was, was er zu kopieren hat. Das kommt dann rüber und dann gehen wir mal in den Ordner B schon mal und holen uns da folgende Dateien. Und zwar einmal die Host. Na, wo ist er? Da ist er. Die kommt hier rein. In den B-Ordner. Dann brauchen wir Settings Template. Zack, springen wir zu S. Template, jawohl, die kommt hier rein in den B-Ordner. Dann die System. Bisschen weiter runter. Zack, die kommt auch in B rein. Dann die AUX, MISC und Tools. MISC und Tools und die hier oben, die kopieren wir auch wieder. Ich muss bloß immer gucken, dass ich euch jetzt nichts Falsches erzähle und die dementsprechenden Dateien auch markiert habe. Dann haben wir noch eine Datei. Wo ist er? Muss man mal U machen hier. Und zwar die und die kommt direkt quasi in das Stammverzeichnis hier rein und zwar die Updater.xvd. XVD, genau, die kommt ins Hauptverzeichnis. Jetzt ist er auch gleich fertig. Dann haben wir schon mal alles vorbereitet auf der Festplatte, die dann gleich in die Xbox One X in meinem Fall wandert. Wenn ihr das hier seht, ist es für mich ein neuer Tag, für euch immer noch dasselbe Video. Was habe ich gemacht? Wie gesagt, ihr habt den Stick reingesteckt, ich habe die Festplatte reingemacht, die wir zusammen quasi in dem Video vorbereitet haben. Normalerweise kommt ein Fenster, dass irgendwas nicht stimmen würde und man geht dann über das Menü quasi über das Offline-Update mit dem Stick und stellt die Software quasi wieder her, somit alles wieder lauffähig wird. Das Gute ist, jetzt kommt dieselbe Meldung, die bei mir auch kam, aber in Englisch. Der Bildschirm war sehr lange schwarz, also habt da ein bisschen Geduld. Und scheinbar ist es denn nicht notwendig, den Stick quasi
vorzubereiten und reinzustecken. Oder er hat natürlich im Hintergrund was gemacht und nicht angezeigt, was ich nicht gesehen habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es vor kurzem mal gemacht habt oder mit einer aktuelleren Software als, sag ich mal, vor einem Jahr oder so. Da passiert natürlich eine Menge. Eventuell ist es ja nicht mehr notwendig, diesen Stick zu machen. Ich würde ihn trotzdem erstmal machen. Für den Fall der Fälle und ihr könnt ihr gerne mal berichten. Ich habe dann die Sprache wiederhergestellt, weil es auf Englisch war. Wenn ich jetzt natürlich mache, jetzt nicht. Überspringe ich jetzt mal die Anmeldung. Hat auf jeden Fall alles funktioniert. Es gab jetzt keine Probleme oder so. Es kann natürlich sein und das werde ich im vierten Video vielleicht nochmal reproduzieren können und euch sagen können. Eventuell lag es natürlich an der Update-Datei, die ich runtergeladen habe. Könnte gut möglich sein, dass sie einfach nicht in der entsprechenden Sprache war. Wobei ich ja behaupten würde, dass sie multilanguage-fähig ist, also dass alle Sprachen drin sind in der Update-Datei, würde ich jetzt voraussetzen. Aber an sich hat es ja jetzt erstmal funktioniert. Die Kiste läuft, es gab keine Komplikation. Und für den, der es schon gemacht hat, kannst du ja gern berichten, ob das Ganze geklappt hat. Das Gute ist, die 1 TB Festplatte, die SSD ist schon da. Amazon war fleißig, hat die heute früh in meinen Briefkasten geschmissen. Sodass wir jetzt nochmal durchgehen, wenn ihr die vorhandene Festplatte habt von eurer Xbox One X und eine SSD nehmt in derselben Größe und den gesamten Inhalt quasi rüber transferieren wollt und dann quasi im besten Fall, das werden wir ja sehen, eine SSD drin habt und aber mit den Spielständen, mit den installierten Spielen und Inhalten einfach so weitermacht wie bisher, bloß die Vorteile der SSD nutzt. Das machen wir jetzt, das gucken wir uns im Skript an und schauen dann auch gleich, ob es funktioniert. Was ich jetzt gesehen habe und was eventuell wahrscheinlich das ganze Problem war, sowohl als im Ordner A als auch B in der Partition System Update, ist ja in beiden Ordnern die Datei Boot Animation, also abgekürzt, drinne. Eventuell ist das das Problem und ich weiß gar nicht, weil das ist jetzt die Originalfestplatte, ob wir, ich glaube nicht, die DE-DE-XVD rüber installiert haben. Denke mal, das ist die Sprachdatei, also sollte man das nochmal rüber kopieren. Ich werde es dann nochmal in Ruhe auf jeden Fall fürs vierte Video machen und gucken. Und auch hier ist ja die Datei drin und auch hier ist die Boot Animation Datei. Denke mal fast, dass das Problem gewesen sein wird. Ansonsten gucken wir mal, wir haben jetzt hier quasi einmal Datenträger 3, die originale Festplatte, die drin war. Habe jetzt hier die schon mal NTFS einfach formatiert, weil die frisch war, weil die neu war. Und habe mir die auf Volume Xbox neu benannt, damit ich Bescheid weiß. Dann gehen wir wieder rein ins Skript. Vorgang ist wie gewohnt. Das hier als Administrator ausführen. Und dann machen wir uns hier das Fenster wieder groß. So, wieder zack. Und jetzt machen wir nämlich folgendes. Replace Upgrade Keeping Original Drive Data. Jawohl, machen B. So, dann sagen wir erstmal, was ist denn die Originale? Und jetzt müssen wir quasi nochmal gucken. Jetzt komme ich auch ein bisschen durcheinander. 903 ist die 3. Ist wieder, ihr habt es gesehen, war ein bisschen schnell, aber ist dieselbe Nummer quasi wie auch in der Datenträgerverwaltung. Zack, jetzt öffnet er die ganzen Partitionen. Und jetzt sagt er Target, also wo soll es hin? Und Target ist natürlich die 4. Ja? 4 ist jetzt die neue. Und jetzt verschwindet ja auch quasi die eigentliche Festplatte, die wir schon ausgewählt haben, die originale. 4, zack. Jawohl, alles löschen. Bin gerade bloß ein bisschen konzentriert, weil ich gerade noch mal überlegt habe, ob das mit der Bezeichnung passt. So, denn habt ihr hier jetzt die Möglichkeit zu sagen B, also 1 TB. Lass mich jetzt nicht beirren. Und jetzt sollte eigentlich alles klappen, sodass er uns die ganzen Partitionen erstellt. Und auch den ganzen, hier kann nicht zugegriffen werden, das kennen wir ja alles, jawohl. Lassen wir ihn mal hier machen und dann können wir gleich alles abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Ja. Ja. Okay. Dass Windows hier so reinfunken muss. Jawohl. So. Und jetzt fragt er uns. Jetzt müssen wir erstmal alle hier wieder wegmachen. Zack. Jetzt können wir uns ja auch nochmal vergewissern. Wenn wir hier reingucken, sehen wir auch schon, Datenträger 4 hat jetzt schon die dementsprechenden Partitionen. Hat also alles geklappt. Und jetzt fragt er uns, wollen wir alles zum Target, also zum Ziellaufwerk kopieren? Jawohl, wollen wir. Und jetzt fängt er quasi an, ihr seht schon, neue Datei, auch den Dateinamen rüber zu kopieren. Das lasse ich jetzt mal durchlaufen. Hoffe auch, dass es diesmal ein bisschen schneller geht. Ich kann es wirklich nicht, ich
kann mir schon vorstellen, oder gehe mal schwer davon aus, hätte ich es jetzt intern angeschlossen, würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Stört mich jetzt aber nicht. Ich lasse das Ganze durchlaufen, werde euch auch sagen, wie lange das gedauert hat. Und wenn ich quasi den ganzen Inhalt komplett rüber kopiert habe, dann bauen wir die ein und dann gucken wir mal, ob das wirklich so funktioniert, dass denn nichts weiter gemacht werden muss, ihr eure SSD habt, als Finish ist und ihr dann weitermacht wie bisher und alles war wie bisher, bloß ihr eine neue Festplatte, die SSD drin habt. Die Xbox ist gestartet mit der SSD, die ich gerade geklont habe, beziehungsweise kopiert habe mit dem Skript. Ihr seht es hier gerade. Und er sagt Systemfehler. Jetzt sagen wir mal, Problem beheben. Zur Not hätten wir ja noch den vorbereiteten USB-Stick. Neu starten, zurücksetzen. Nö. Jetzt machen wir einfach mal den USB-Stick hier rein. Zack. Und dann sagt er schon Offline-System-Update. Konsole wird vorbereitet. Und dann lassen wir mal durchlaufen. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass die Xbox One X jetzt einfach durchbootet und wir einfach loslegen können. Und das hat er nämlich vorhin nicht gemacht, wo wir einfach die Festplatte vorbereitet haben, alles raufgemacht haben. Ihr wart ja dabei, ihr habt es ja gesehen. Da ist er einfach durchgebootet und hier lädt er jetzt quasi von dem USB-Stick das Offline-Update, wird es dann installieren. Und wenn er dann fertig ist, dann machen wir da auch nahtlos weiter. So, er ist jetzt fertig mit dem Update von dem Stick. Zweimal neu gestartet, habe mich jetzt auch angemeldet mit meinem Account und was soll ich euch sagen? Es sind keine Spiele auf der Festplatte vorhanden. Der Vorgang als solches hat in etwa eine halbe Stunde gedauert. Ich frage mich jetzt wirklich, was er bei dem Skript denn letztendlich kopiert hat. Ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, dass hier Daten drauf sind, wie die Spiele, die drauf sind. Gut, jetzt installiere ich sie neu. Dann hätte man sich das aber auch alles sparen können und kann dann quasi über Punkt A gehen. Eventuell kriege ich es nochmal raus, woran es gelegen hat. Vielleicht schreibt ihr in die Kommentare, wenn ihr wisst oder es schon mal durchgespielt habt. Vielleicht geht es auch gar nicht. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, wenn er sagt, die originalen Daten kopiert er mir auf meinen neuen Datenträger, dass damit auch alle Spiele gemeint sind und so weiter und so fort. So, 780 GB stehen uns jetzt zur Verfügung von dem 1 TB. Soweit funktioniert alles. Kann ich nicht meckern. Nach dem Update, wie gesagt, zweimal neu gestartet, mich mit meinem Account angemeldet und gut ist. Es funktioniert ja als solches. Aber ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, dass man sich die ganzen Downloads spart. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Mache ich jetzt nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Wichtig ist, ihr wisst jetzt, was ihr machen könnt oder auch nicht und wie ihr am besten vorgeht. Und was den ersten Step angeht, wie gesagt, wo das Bootlogo nicht kam, also die Boot-Animation und so weiter und so fort. Da werde ich mich nochmal ransetzen, das Ganze machen. Ich muss sie jetzt eh nochmal reinigen und werde die Festplatte einfach nochmal wechseln, das nochmal rüber kopieren. Und entweder mache ich das nochmal im kurzen Video oder mache einfach so ein richtiges Kurzvideo, ein YouTube Short zum Beispiel, dass ich euch dann nochmal die Info gebe. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.